Ich sitze jetzt mit Merle und Nils von der Juso HSG. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und auch mit euch möchte ich heute über die letzte Stupa-Sitzung reden, bei der ein Aster zustande gekommen ist. Bevor es überhaupt zu einer Sitzung kommen konnte oder bevor die Sitzung wirklich losgegangen ist, sage ich mal, hat die FSRV ein Statement verlesen, das harsche Kritik an der Uni-Politik geleistet hat. Möchtet ihr euch dazu äußern? Ja, also zunächst einmal konnten wir die Bedenken der FSRV schon nachvollziehen. Ich meine, die Situation war für uns alle nicht in Ordnung. Also wir waren alle relativ nicht zufrieden mit dem, was passiert ist. Durch diese neue Gruppe, die halt den Sitz irgendwie ja geholt hatte, sind halt die Mehrheitsverhältnisse im Stupa ja irgendwie ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Und es wurden halt Gespräche geführt. Wir kamen halt nicht zu einer Koalition mit der nötigen Mehrheit sozusagen und haben halt dann auch, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, ja damals auch diesen Antrag eingebracht, das Stupa aufzulösen und Neuwahlen durchzuführen, um halt nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen und möglichst schnell irgendwie zu einem Ergebnis dann wieder zu kommen. Und die Opposition hatte halt Interesse an weiteren Gesprächen, die dann ja geführt wurden. Und ja, schlussendlich hat es sich dann ja so ergeben, dass wir durch die Entscheidung der neuen Fraktion im Stupa, die bestehende Koalition aus dem letzten Jahr nochmal zu stützen, hatten wir dann die Mehrheit, um jetzt letzte Woche den Aster dann zu wählen. Aber was war denn das große Problem vorher? Das große Problem war im Prinzip eben diese neue Partei, die angetreten war, der Nerd Campus, die ja dann auch eingezogen ist in Stupa mit einem Sitz. Und das hat quasi das bestehende Kräfteverhältnis ein bisschen durcheinander gebracht, in dem Sinne, dass die Hochschulparteien, die vorher miteinander koaliert haben, keine Mehrheit mehr hatten und die Hochschulparteien, die vorher die Opposition gestellt haben, auch keine Mehrheit mehr hatten, sondern eben dieser eine Sitz quasi entscheidend für eine Mehrheit war. Daraufhin mussten natürlich erstmal ganz neu sich orientiert werden und ganz neu ausgesondert werden und mit dieser neuen Partei auch geredet werden. Ist dann eine Kritik daran, dass die FSRV geleistet hat, ja, dass die Hochschulpolitik zu eingefahren ist? Ist die dann da berechtigt? Gewissermaßen schon. Allerdings halt sind diese Gräben, wie sie bezeichnet werden, oder das sind ja Auseinandersetzungen, die durchaus auf einer politischen Entscheidung beruhen. Und Hochschulgruppen unterschiedlicher Zusammenstellung werden ja auch gewählt, weil sie für bestimmte Inhalte stehen. Und für uns und beispielsweise die Grüne Hochschulgruppe standen halt gewisse Dinge halt nicht zur Debatte, weil sie halt das Kernthema der inhaltlichen Arbeit an der Hochschule darstellen. Es ist halt genau diese Umsetzung dieses schon sehr, sehr oft betitelten allgemeinpolitischen Mandats runtergebrochen, also quasi der Anerkennung der Tatsache, dass wir an einer Hochschule studieren und auch als Studierendenvertretung sozusagen uns klar zu gesellschaftspolitischen Themen äußern wollen und müssen, unserer Meinung nach, während andere Gruppen, halt die letztes Jahr auch die Opposition halt gestellt haben, genau das halt kategorisch irgendwie ablehnen, beziehungsweise nur sehr, sehr beschränkt und nur in einer Form, in der wir halt damit unsere WählerInnen irgendwie enttäuschen würden, wenn wir das aufgäben. Und diese klaren, verhärteten Fronten an dieser Stelle haben dazu geführt, dass man trotz der Gemeinsamkeiten, die vielleicht durchaus bestehen, so Studienbedingungen und so weiter zu verbessern und die Stimme der Studierenden irgendwie mehr zu repräsentieren, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber dieses allgemeinpolitische Mandat umzusetzen, war genau der Punkt, an dem es dann im Endeffekt auch gescheitert ist. Ihr habt jetzt 8 Referate eingerichtet mit dem neuen Aster. Es waren vorher 11. Mhm. Ihr habt, glaube ich, mehrere Referate zusammengelegt, die jetzt zusammenarbeiten, die vorher einzelne Referate waren. Wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen? Wir haben im letzten Jahr ja einen relativ großen Umschwung ja durchgeführt, dadurch, dass ja die Koalition grundsätzlich gewechselt haben und haben halt ja das Jahr halt ein bisschen ausgewertet, sind halt auch zu dem Entschluss gekommen, dass eventuell einige Referate sehr, sehr gut mit anderen harmonisieren oder dass halt auch gewisse Bereiche vielleicht gar nicht durch ein Referat, sondern vielmehr durch eine andere Form der Arbeit innerhalb der Struktur Aster irgendwie besser funktionieren können. Und weiterhin war es auch unser Bestreben, den Aster zumindest ein wenig zu entschlacken, um halt einfach zu schauen,
wo kann das Geld, was wir als Studierendenschaft ja zur Verfügung haben, wie können wir das am effektivsten halt irgendwie dafür aufwenden, einen möglichst hohen Mehrwert für die Studierenden zu schaffen. Also die inhaltlichen Aspekte, die wir damals in Referaten hatten, fallen nicht weg. Also die werden weiterhin ein inhaltliches Thema unserer Arbeit sein. Du hast gerade schon die Gemeinsamkeiten angesprochen, beziehungsweise ihr beide habt es, mit den serviceorientierten Gruppen, wie, nennen wir sie mal so. Was plant ihr denn als Serviceangebot für das neue Jahr? Also zunächst einmal muss man halt schon echt sagen, dass wir im letzten Jahr diese Dualität des Ganzen, was wir uns ja unter anderem als JUSO HSG auch immer groß auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir Service und Politik gleichermaßen betreiben, und zwar in gleichermaßen hoher Qualität, schon ganz gut umgesetzt haben. Also diese Kernthemen werden wir auch im nächsten Jahr wieder anbieten. Dazu zählen die umfangreichen Sozialsprechstunden vom Sozialreferat, was auch wieder durch die JUSO HSG maßgeblich geprägt wird. Es wird eine Semesterticket-Sprechstunde wieder geben, wo halt zu Bus- und Bahnticket Fragen gestellt werden können, und auch die E-Mail-Betreuung und die Betreuung der Facebook-Seiten soll auf jeden Fall wieder gewährleistet werden und wurde ja im letzten Jahr auch schon ziemlich erfolgreich gemacht, wie wir finden. Auch du bietest, glaube ich, eine Sprechstunde wieder an, wie es auch im letzten Jahr schon passiert ist, offen gehalten, sodass jeder oder jede, die irgendwie Probleme in irgendeiner Form mit Diskriminierung hat, irgendwie zu Merle oder halt zum Referat halt gehen kann. Finanzsprechstunden für die Fachschaften, das Hochschulreferat, was in diesem Jahr auch von der JUSO HSG übernommen wird, wird sich vermehrt darauf einsetzen, die Kommunikation mit den Fachschaften zu verbessern. Gegenfrage, was können wir denn allgemeinpolitisch von euch erwarten? Es wurde auf der Stupa-Sitzung das Festival contre le Racisme wieder, wieder erwähnt. Was können wir da erwarten? Ja, genau, also das ist schon richtig, das Festival contre le Racisme wollen wir auf jeden Fall wieder durchführen. Müssen jetzt nochmal schauen, in welchem Rahmen das passieren kann, weil jetzt natürlich sich alles sehr verzögert hat, dadurch, dass der AStA später gewählt wurde, aber grundsätzlich haben wir das auf jeden Fall schon vor, und das ist ja quasi auch eine Verbindung aus Service für die Studierenden, wir bieten euch ein Campus-Festival an, und aber auch politischem, weil es ja ein Festival contre le Racisme ist und wir auch Vorträge und Workshops anbieten wollen und das Ganze eben auch politisch sein soll. Es lässt sich aber nicht verleugnen, dass das ein Festival ist, das durchaus von vielen als Nischenbeitrag gesehen wird. Was sagt ihr dazu? Also ich finde, das sehen wir gar nicht so. Also wir hatten im letzten Jahr bei der ersten Auflage hier als AStA organisiert über 2500 BesucherInnen, und ich gehe relativ stark davon aus, dass da durchaus auch abseits der betitelten Nische viele Leute aufmerksam darauf wurden, da es halt in Campusnähe stattfindet und ein kulturelles Event für die Studierendenschaft auf jeden Fall ist. Und wir glauben ganz fest, dass wir damit einen Großteil der Studierendenschaft erreichen werden und auch wollen. Das ist unser Anspruch, mit Musik, mit Kultur und mit Workshops eine bunte Mischung zu schaffen, die für möglichst viele Studierende ansprechend ist. Ja, wir sind gespannt. Abschließend vielleicht nochmal auf das Stupa zu sprechen kommen. Und zwar hat Silke Hansmann, die jetzt Vorsitzende des AStAs geworden ist, auf der Stupa-Sitzung schon erwähnt, dass der Umgangston dort in den letzten Jahren nicht förderlich war und der sich verbessern muss. Es war, glaube ich, überparteilich so, dass da alle zugestimmt haben. Konkrete Lösungsvorschläge zu dem Umgang im Stupa gab es jetzt noch nicht. Was glaubt ihr denn, was da passieren muss oder kann? Ich glaube, das hat Silke schon in der Sitzung selbst schon zumindest exemplarisch gezeigt, wie es halt funktionieren kann. Und zwar, indem man einfach auf beiden Seiten diese bewusst rhetorisch oder so populären Spielchen, wie beispielsweise von der Opposition das Stellen von irgendwelchen kindischen und nicht sachdienlichen Fragen eingestellt wird, und auf der anderen Seite die BewerberInnen oder halt dann später bei den Fragen an den AStA, bei den Berichten aus dem AStA, halt entsprechend auch eine gewisse Professionalität einfach Einzug erhalten muss, um das Ganze einfach ein bisschen weniger emotionsgeladen rüberkommen zu lassen, sondern mehr zu zeigen, Hochschulpolitik
ist ein wichtiges Thema und ist ein Thema, dem mit gewisser Seriosität auch begegnet werden muss. Und ja, da müssen beide Seiten sich an die Nase fassen, an die eigene Nase fassen. Ich denke, wir haben das ganz gut gezeigt, dass wir das können und dass wir das auch wollen. Und die Opposition hat auch in der letzten Stupa-Sitzung unserer Meinung nach sich so weit verhalten, dass wir innerhalb eines Abends einen Aster wählen konnten, was auch schon nicht selbstverständlich ist, wenn man in die letzten Jahre denkt. Und ich glaube, wir müssen halt jetzt dieses Jahr halt einfach mal als Maßstab neu setzen. Wir müssen einfach gucken, wie kriegen wir es hin, das Ganze ein bisschen konstruktiver aufzubauen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wir sind gespannt, was der Aster dieses Jahr vollbringen wird. Ja, danke auch fürs Gespräch und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Alles klar, Dankeschön.